Leute, Recon Racing gewünscht, was geht? Hallo, grüßt euch. Corona hat eine Donation gekriegt, Leute. Ich übrigens auch. Wir bedanken uns. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Aber die Topliste mache ich jetzt nicht. Also habe ich mir jetzt auch noch keine Gedanken drüber gemacht, Bruder. Mach doch mal eine Topliste. Mach doch einen neuen Kanal, mit, wo du immer eine Topliste. Jeden Tag. Genau. Jeden Tag. Diesen Kanal gibt's doch schon. Und der läuft überhaupt nicht gut. Den gibt es? Ja, der nennt sich Gute-Laune-Typ, dieser Kanal. Der macht immer Top-Listen. Bruder, der Gute-Laune-Typ hat die Top 10 Boote in Videospielen und sowas gemacht. Der hat eine Top-Liste zu jedem Thema mittlerweile. Zu jedem Thema, das du dir in irgendeiner Form vorstellen kannst. Oh, hier, letztes Video vor 2 Tagen. Die 10 fluffigsten Schafe aus Videospielen. Siehst du? Ne, ja, stell dir vor, du sitzt zu Hause, Korn, und denkst dir so, boah, ich brauche irgendwie mal wieder ein Video, das gut geklickt wird. Wonach suchen die Leute? Fluffige Schafe, genau. Das ist doch wahrscheinlich einer der Top-Titel. Was ist los mit dir, Tim? Reiß dich zusammen. Reiß dich. Ja, ist halt für den Kern, ne, ist das halt. Ja, aber also ich weiß, also warum ich das auch so anspreche, ist, also so einfach so aus dem Stegreif heraus, ist, dass Tim auch gerne in seinem Streamer so sagt, wenn er auf seine Videos guckt, ah, guck mal, guckt immer noch keiner. Guckt immer noch niemand die Videos, alles klar, alles wie immer, super. Deswegen denke ich mir auch, das war jetzt kein Hate von meiner Seite, sondern das wird auch selber so gesehen. Meinst du, der braucht ein Management? Also ich denke, da kann man, also man könnte was machen. Ja, ne? Also wenn Tim jetzt so ankommen würde und sagen würde, so, du Wollo, ich habe hier eine Videoidee, die Top 10 fluffigsten Schafe. Meinst du, das ist eine gute Idee oder meinst du, da muss ich nochmal drüber gucken? Dann würde ich jetzt als Management erstmal sagen, guck mal vielleicht nochmal drüber, ob du da noch was findest. Ne? Könnte man nochmal, ne? Also man kann ja nochmal brainstormen. Also ich habe tatsächlich eine Idee, die mehr Klicks machen würde für ihn. Die Top 10 Wolle und Corne Diddy Kong Racing Let's Plays. Ja, das könnte man sich die einzelnen Diddy Kong Racing Let's Plays mal durchgehen, gucken, welches das Beste ist und so. Ich denke, das interessiert mehr Menschen als die fluffigen Schafe. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Man muss aber sagen, sein beliebtestes Video ist tatsächlich Top 10 der deutschen Synchronsprecher. Ja, aber das ist ja wieder was ganz anderes. Und deutsche Synchronsprecher, das hat der Flattermann ja allein schon hochgeklickt. Wahrscheinlich. Ah, okay. Er hat 936.000 Aufrufe. Über das Video hat er auch schon mal geredet. Und meinte dann auch irgendwie, ja, dass Leute, die dann auch auf dieses Video kommen, halt mit den anderen Sachen gar nichts anfangen können. Ja, logisch. Das ist halt... Ja, also wenn sowas so erfolgreich ist, könnte man halt zum Beispiel dann in so eine Richtung gehen wie Top 10 deutsche Comedians, Top 10 deutsche Serien, Top 10 dies, naja, hat dann Top noch 10 Top Stefan Raab-Shows. Alter, das schreibt sich ja von selbst eigentlich, ne? Ich muss mal nachdenken, wer soll die Videos mit sowas anfangen? Also er hat dann auch noch gute Videos mit 200.000 und über 130.000 Aufrufen. Das sind dann meine Top 10 Nintendo Switch Spiele, Top 10 oder Top 20 Super Nintendo SNES Spiele. Dann hat er einmal Top 15 3DS Spiele und einmal Top 10 3DS Spiele. Das eine ist vom Oktober 2013 und das andere ist wahrscheinlich dann nach dem 3DS komplett. Also er hat schon gute Top-10-Listen, auch hier voll viele, die an die 100.000 Aufrufe gehen. Meine Prediction ist jetzt, die fluffigsten Schafe kommen da nicht ran, ne? Wahrscheinlich so, das kannst du mal nach den Booten gucken, die Top-10 besten Boote in Videospielen, wie viel Klicks das gemacht hat? So aus Neugierde, wenn mich das schon interessiert. Oh Mann, das ist überhaupt nicht böse gemeint. Nein, das ist auch nicht, also, das meine ich auch, ich meine das echt wirklich nicht böse, aber das war halt für mich so das Wildeste, was ich jemals gesehen habe, so die wildeste Idee. Deswegen, das würde mich jetzt mal interessieren, wie das im Long Run so läuft. Sowas. Ist hängen geblieben bei 3.800. Ja, das ist halt auch zu speziell, ne? Einfach zu speziell. Sowas funktioniert nicht. Aber ich habe auf meinem Kanal halt auch voll viele Videos, die richtig viele Klicks haben. Halt immer okay. So Let's Play Part 1, ne? Stört euch nicht dran, Leute, der braucht das manchmal so also zwischendrin zu flexen, ne? Damit er.
Nein, ich wollte nur sagen, wie nichtssagend das am Ende des Tages ist. Was sowas hat. Das wollte ich eigentlich damit. Na, du wolltest ihn beleidigen, okay. Ja, verstehe. Nee, nein. Ja, aber ist ja die Frage, ja, also. Ja, also. Aber die Leute hatten Bock auf Toplisten. Auch ja, in den Kommentaren, ne? Das alles, also die kompletten Top-Videos von ihm sind alles Toplisten. Und das sind richtig viele, also. Ja, was meinst du, wie du irgendwann auf die Top 10 quirligsten Schafe kommst? Das kommt nicht als seine vierte Top-Liste. Ne, das ja, ist so, aber. Alter, die Top 10 besten Kibo FM-Sendungen mit Chikorita. Geil. Meinst du, das ist zu speziell, oder? Ja. Könnte ein bisschen eng sein, die Nische. Boah, die Top 10 besten Marvel-Filme, in denen Frauen die Hauptrolle spielen. Ja, alle. Also, das wäre auch geil. Oh, man könnte so viel. Ich glaube, ich mache das wirklich. Ich habe richtig Bock gerade. Wo richtig Bock, mir da Mühe mitzugeben. Machst du eh nicht. Ja, mach ich auch nicht. Aber, mit was gibst du dir denn Mühe, Wollo? Ja, dann mit dem Schneiden und so. Hätte ich mir richtig Mühe jetzt gemacht. Ja, machst du ja eh nicht. Doch. Ja, dann. Mach mal ein Video, wo du dir Mühe gibst. Nee, das darf ich ja vorher nicht sagen, weil ich bin ja jetzt Anfänger damit. Und dann wird's peinlich. Das ist generell so ein Problem. Wenn du gar keine Ahnung von Schnitt und so hast, ne, dann ist das jetzt super schwierig, damit anzufangen, weil alle Leute erwarten von jedem so perfekte Sachen. Weil, niemand erwartet überall perfekte Sachen. Nur so perfekte Sachen gibt. Da hat Keggy letztens mal, da habe ich tatsächlich mal zufälligerweise ein Video von Keggy gesehen. Da ging es darum, dass er sein Schnittprogramm ändern will. Ne? Der hatte vorher irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube Premiere, Vegas. Nee, Sony Vegas, ja. Genau, und ist jetzt auf Premiere rüber. Mhm. Aber das Problem, das er hat, ist, dass er damit halt viel langsamer ist und noch nicht so viel Ahnung davon hat. Ja. Und die Leute halt die Erwartungen runterschrauben sollen. Da hat er extra Video für gemacht. Weil er da sich so viel Stress mitgemacht hat, weil er nicht so gut damit schneiden kann, wie die Leute es gewohnt sind. Und ich habe halt auch das Gefühl, dass die Leute halt überall, die zerreißen mich. Digga, ich habe noch nie sowas gemacht. Sind, ich will jetzt nicht zu nahe treten, ne, aber wenn du ein Video mit nur ein bisschen Schnittarbeit hochladen würdest, wären die Leute absolut geflasht bei dir. Nee, glaube ich nicht. Niemand würde jemals von dir erwarten, dass du dich hinsetzt und eine Stunde in so ein Video schneidest. Ich meine, der Flattermann hatte mal eine geile Topliste mit den besten Horrorfilmen. Und da hat er einfach auch nur den Film in die Kamera gehalten, einmal kurz. Und ich fand's arschgeil, das ging anderthalb Stunden. Ja, ich hatte anderthalb Stunden die Zeit meines Lebens. Ja, es ist auch komplett dumm. Das ist nur eine Ausrede, Wollo. Dass du jetzt sagst, ich muss das so gut machen. Das ist nur eine Ausrede, das nicht zu tun. Das ist einfach nur eine billige Ausrede. Dahinter kannst du dich auch nicht verstecken. Das werde ich nicht zulassen. Darf ich das denn dann auf diesem Kanal hochladen oder muss ich dafür einen extra neuen Kanal? Weil ich weiß halt auch nicht, ob ich einen durchgängigen Kanal damit befüllen könnte. Ja, mach doch einfach mal. Mach mal einfach ein Video mit ein bisschen Schnittarbeit und lad es hier hoch. Ich will ja auch nicht irgendwann die Top 10 besten blauen Luftballon-Positionen in Diddy Kong Racing rausbringen müssen, ne? Warum denn so? Also hier ist schon eine gute Position. Also der hier ist geil. Kommst du so in den rein und hier sofort weiter? Das hat schon was. Das ist schon ziemlich gut. Ne? Ist Platz 7, würde ich schon sagen. Der da rechts war eigentlich einer der schlechtesten. Könntest du auch direkt aufschreiben. Weil da musst du nämlich den Booster fallen lassen. Ja, genau. Das kommt dann ein Jahr später. Die Top 10 schlechtesten blauen Ballonpositionen in Diddy Kong Racing. Da sind wir. Boah, die Top 10 besten Mario Kart 8 Strecken. Das ist ja gerade jetzt hier nach dem DLC. Ist ja richtig. Naja, mal gucken. Da sind wir dabei. Das ist prima. Cornel, du bist ja auch ein Jack, ne? Ich bin Jack, ja. Ja. Bist ja jetzt vor 3 Tagen richtig ausgerastet, nehme ich an, ne? Gefeiert? Ach so, war Karneval, wie, ne? Wie feiert man das eigentlich? Ja, Karnevalsanfang, ne? Irgendwie. Ja, da feiert man, dass man dabei ist. 11.11. 11.11 Uhr, ne? Schreibt man irgendwie Hello? Oder so? Ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein.
Ich denke mal, Karneval ist im Februar. So, das mit November verstehe ich nicht. Ja, ja. Ich auch nicht. Ab da fangen die an zu planen oder so? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Da ist Christus gestorben. Es ist mir auch egal. Christus Schmistus, sage ich immer. Ne? Christus Schmistus. Juckt keinen Menschen mehr. Cool, ich hätte aber auch gestern tatsächlich ein Video drehen können, Gutes. Mit einer Million Klicks. Nämlich mit dem Titel Selbstexperiment. Oh. Oh ja, oh ja. Was hast du denn experimentiert? Ich habe, das darf ich dir gar nicht erzählen, ne? Ich habe mir HHC-Drogen bestellt. Und die sind gestern angekommen. Okay. Und die habe ich probiert. Was sind HHC-Drogen? Das ist sowas wie Kiffgras, ne? Also im Grunde genau das Gleiche. Nur, dass du es momentan legal kaufen kannst, weil die haben da ein paar Moleküle verändert. Und dadurch ist es nicht verboten. Ja, ja, okay. Ja, und ich wurde ein bisschen influenced, muss man sagen. Ich habe da so einen anderen Streamer gesehen, der hatte sich so Gummibärchen davon geholt. Und dann hatte der ein halbes, ne? Und der war die ganze Zeit, den ganzen Streamer so sich am Bescheißen vor Freude und so, ne? Und da dachte ich mir, boah, das will ich auch, ne? Das will ich doch auch. Tja, hatte ich mir gerade Gummibärchen bestellt und Shisha. Tabak. Ja, und dann habe ich gestern erstmal so ein halbes Gummibärchen genommen, weil der war ja schon jedes Mal an der Decke dann damit. Ja. Und nach einer Stunde dachte ich mir so, merke ich was? Und nach zwei Stunden saß ich da so und dachte mir, boah, merke ich was? Habe ich immer so ein bisschen so für einen Moment habe ich mir mal so gedacht, ja, ich glaube schon, doch, ein bisschen. Also, ich muss sagen, meine Toleranzgrenze scheint schon ein bisschen höher zu sein. Denn so ein halbes Gummibärchen hat gar nichts gebracht. Der Shisha-Tabak, Bruder, das war so, wie ich es kenne. Ja. Da hatte ich einen richtig entspannten Abend, muss ich sagen. Also hast du nichts gemerkt von dem Zeug? Nee, also von dem Gummibärchen hab ich nichts gemerkt. Vom Shisha-Tabak habe ich gut was gemerkt. Dann habe ich vorm Schlafengehen nochmal ein halbes Gummibärchen mir reingezogen. Ja, ein halbes, Junge. Guck mal deinen Körper an. Ja, Bruder. Du musst doppelte Menge nehmen. Naja, nee. Also sowas muss man mit vorsichtig anfangen, weil ich habe auch... Man liest natürlich auch Horrorgeschichten, ne? Junge, goldener Schuss, rein da, fünf ja, Gummibärchen. Angeblich lag ein Typ drei Tage im Koma. Ja, aber du liegst doch schon im Koma. Ja, eben, das kann ja eigentlich dann gar nicht mehr... Ich muss auch sagen, also, es war überhaupt nicht schlimm bei mir. Also es war... Ja, dann kannst du ja auch heute einen Ganzen nehmen. Ja, ich nehme auch heute einen Ganzen, natürlich. Na, aber pass auf, Junge, ne? Ja, das war gar nichts. Also der halbe war wirklich nichts. Also ich habe gar keine Angst vor dem Ganzen. Aber zwei traue ich mich auch nicht. Nicht, dass ich doch noch sterbe. Wollen wir ja nicht, ne? Oder? Ich habe mal gehört, zwei Gummibärchen davon sind wie 11 Eier. Da muss ich auch vorher mal gucken, ob da überhaupt Ei drin ist. Wenn da zu viel Ei drin ist, dann sowieso nicht. Aber die Gummibärchen, boah, schmecken die lecker, Kornel. Wow, boah, halbes Gummibärchen. Ja, dann muss man sich zusammenreißen tatsächlich, ne? Du kannst nicht die ganze Packung mal eben wegfressen. Also kannst schon. Ja. Vielleicht nicht die schlauste Idee. Nee, lass mal. Lass mal. Naja, auf jeden Fall habe ich auf YouTube so ein bisschen rumgeguckt, ne? Da waren da lauter Selbstexperimente, Thumbnails und so, ne? Mit einer Million Klicks zu dem Thema. Und dann dachte ich mir so, da schreibe ich hier auch einfach rein. Das sind ja die Leute. HHC Selbstexperiment. Wollo begibt sich in Lebensgefahr oder so. Wollo in Lebensgefahr. Meine HHC-Geschichte. Ja. War sehr entspannt. Muss ich sagen, aber gar nichts. Weißt du, was das Problem an dir und anderen ist? An mir, an anderen? Ja, okay. Ja, was denn? Ja, du machst es halt nie, ne? Wieso, ich mach's nicht? Du redest halt immer nur davon. Ja, du hättest ein Video machen können. Einfach machen. Ja, ich mach doch gerade eins. Dann. Ja, das ist natürlich nicht so, wie wenn du es richtig gemacht hättest. Ja, aber das Thumbnail zieht ja trotzdem vielleicht erstmal, ne? Ja, aber das sieht trotzdem in unserer Bubble. Ich bin halt ein Top-Listen- und Let's-Player-YouTuber, was willst du? Du hättest gestern einfach die Kamera nehmen können und hättest ein Video machen können. Hätte ich machen können. Aber es wäre echt langweilig geworden, das Video. Ja, ist ja egal. Gemerkt habe. Aber du machst es nicht, das ist das Problem.
Einzig, was ich hatte richtig Hunger. Und der Curry King hat richtig lecker geschmeckt. Boah, ich habe auch Bock auf Curry King. Ich habe keinen Curry King mehr im Haus. Ich bin heute Morgen noch losgefahren, habe mir gedacht, ich muss mir Curry King kaufen. Ich glaube, ich bin süchtig. Und dann habe ich was vergessen. Beziehungsweise ich war im Lidl. Ich Trottel. Ich gehe normalerweise nie in Lidl. Und dann dachte ich mir noch so, musst du überhaupt zu Edeka? Eigentlich nicht. Kannst du mal bei Lidl da beim Gebäck gucken, weil es ist ja was Geiles. War natürlich nichts Geiles da. Hat sich überhaupt nicht gelohnt, in Lidl zu gehen. Ja. Naja. Jetzt stehe ich da ohne Curry King, ohne geiles Gebäck, ohne alles. Ja, ich denke, ich werde mal mir einen Curry King kaufen, das einfach im Wasserbad machen. Einfach mal das ist zu viel Arbeit für einen Curry King. Ich sag dir, da kannst du mal so eine richtige Curry King machen. Kann man ja einfach nur reinlegen. Man braucht ja beim Wasserbad nichts machen, das ist ja das Gute. Das ist ja nur Topwasser. Musst du nicht mal waschen hinterher. Vielleicht schmeckt es sogar besser. Ja, könnte sein, ne? Ah, Curry King ist schon geil. Jetzt hab ich dir, wie es ist, ne? Ist es auch. Noch geiler war damals von Rügenwalder die Currywurst. Aber die gibt's ja nicht mehr. Ja, umgestiegen, ne? Komplett auf vegan. Ja, boykottiere ich. Und da habe ich auch gesehen, Leute, gebe ich euch jetzt Tipp, ne? Bei Lidl im Angebotsfach, in der Tiefkühltruhe komischerweise, veganes Mühlencordon Bleu in der Tüte, mehrere. WTF, ne? Habe ich mir auch gedacht. WTF, was ist hier los? Ich hätte beinahe zugegriffen. Boah, ich esse... Weil ich das echt gerne esse. Ich kaufe mir mal von Ja die Cordon Bleus. Die Mini-Cordon Bleus. Nein. Die sind lecker. Die sind aber nicht vegan, Cornelius. Nee, zum Glück. Das ist... Aber... Sag mal. Die packe ich dann immer in meine Halbzufritteuse und dann... Lecker schmecker, ne? Scheißt du auf unserem Planeten? Ja. Hörst du das eigentlich? Was denn? Scheinbar hörst du es nicht. Du hörst dich an wie immer. Ja? Ja. Aber die Leute haben es gehört. Alles gut. Ich habe gerade einen Effekt draufgepackt. Ja, ich habe den auch gehört. Ich habe dich verarscht. Okay. War krass, oder? Hast du echt gedacht, ich... Haben mir nichts anmerken lassen. Hast du nichts anmerken lassen, deswegen dachte ich, man hört es nicht. Ja, krass, ich wusste halt auch nicht, ob man es hört. Das ist halt das Ding. Ich habe direkt geplayt. Ja, aber war gut. Sag doch jetzt mal, dass es gut war. Ja, war cool. Schön. Hat sich normaler angehört als seine normale Stimme. Junge, ich wollte so ein... Du hast nur wohl wenig dann... Also, bitte. Reise Maul. Was? Übrigens heute Morgen wieder einen Tweet gesehen, wo ich mir dachte, oh mein Gott, Bruder. Ob Influencer, ne, nicht bitte mal damit anfangen können, Wörter wie Hurensohn aus ihrem Sprachgebrauch zu löschen. Wie alt sind wir denn? Wo ich mir auch nur dachte, oh, können wir dich nicht mal bitte von aus wer unserem das geschrieben hat, Hurensohn. Oh, den kennst du bestimmt. Den kennst du hundertprozentig. Der, sag wer. Wobei, der hieß früher Durden Gaming. Oh, der... Oh, und der heißt jetzt daher her irgendwas, weil der ja auch Lehrer ist, ne? Oh, der ist, also ich würde sagen, das ist einer mit der anstrengendsten Twitter-Nutzer. Ja, das ist einer der schlimmsten und... Ja, ja. Der ist Lehrer. Also der ist einer von denen, von denen, wo man so selber sagt, Bruder, du bist ein Problem für die Bewegung. Der war der hat auch letztens einen Tweet, wo ich mir auch dachte, so... Ah, Digga, auch schwierig, ne? Da wollte er zu... War er bei Freunden eingeladen zum Essen? Ja. Und hat dann... wollte dann, dass die bei diesem Essen nur veganes Essen hinstellen. Obwohl, er ist der einzige Veganer, ne? Da scheinbar, in der Gruppe. Und er wurde dann ausgeladen dafür. Weil die Leute wohl gesagt haben, sie haben da keinen Bock mehr drauf. Auf sein ständiges, ne, Dings, radikal und bla bla. Und dann hat er sich auch auf Twitter darüber aufgeregt, wie es denn sein kann, dass Leute so sehr auf ihr Fleisch bestehen, dass sie nicht mal für einen guten Freund mal einmal komplett auf Fleisch verzichten können. Ich glaube, das habe ich auch gelesen, aber ich dachte mir, das ist einfach Paulanergarten. Nein, wenn der das geschrieben hat, ist das kein Paulanergarten, Bruder. Beziehungsweise, ja, ich würde schon so sagen, also, ja, du hast vielleicht einen Punkt, wo ich auch glaube, das könnte, vielleicht hast du doch recht, weil der hat früher auch einmal in der Woche mindestens kam irgendwie ein Tweet von, ja,
wir waren heute im Laden und dann wollten wir da was Veganes kaufen und dann hat die Verkäuferin uns dafür ausgelacht. Ständig sowas. Oder irgendjemand anderes im Laden hat sie dafür ausgelacht. Ja, oder sie wurden dafür, so. Haben einen dummen Spruch dafür bekommen. Er ist der einzige Mensch auf der Welt, der jede Woche von irgendjemandem im Laden, der scheinbar geht auch immer in andere Läden, ne, nie in den gleichen, sodass sie sich mal dran gewöhnen können oder so, wird ständig dafür verarscht, dass er vegan ist. Natürlich, Bruder. Das, man sieht's ja ständig. Ne? Wenn ich ein veganes Mühlenkornbleu aufs Band lege, dann spuckt mich auch meist der hinter mir an. Das ist dann so. Da wird erstmal werde ich angespuckt, verprügelt auf dem Parkplatz. Ist aber alles schon passiert. Fühl das. Ja, das ist auch Paulanergarten. Also so viele Sachen, die da geschrieben werden, sind alle so realitätsfern. Also wenn das da denke ich mir jedes Mal so, ist einfach aber Leute, versteht mich nicht falsch, ne, ihr könnt gerne vegan sein, ist mir scheißegal, ne. Ja, natürlich. Es ist mir ja Latte. Was war das erste nochmal, wie wir überhaupt darauf gekommen sind mit ihm? Was war das nochmal? Was hat er da? Ja, genau, mit Hurensohn und sagen, ja, ich mach ich trotzdem, ne? Ich hab auch Tweet mal gesehen. Du kannst auch scheiße finden, ist mir auch egal. Ich hab mal von irgendjemandem einen Tweet gesehen, keine Ahnung, wer das war. Der hat getweetet, dass er Veganer ist. Ja. Und er hat es wohl geschafft oder ich weiß gar nicht mehr wie genau, auf jeden Fall geht er mit seiner Arbeit, mit seinen Kollegen irgendwie einmal die Woche essen oder so. Und es ist jetzt so, dass alle vegan essen gehen wegen ihm. Also und er hätte das auch nicht anders akzeptiert. Und seine Kollegen akzeptieren das aber und dann gehen die alle vegan essen wegen ihm. Sag ich jetzt, wie es ist, ne? Finde ich nicht gut. Finde ich nicht richtig. Ich möchte das auch ganz kurz begründen. Ich denke, das ist auch in der Paulanergarten. Das wahrscheinlich schon. Man kann das einmal machen, ne? Man kann das auch öfter mal machen, in so ein veganes Restaurant gehen, wenn das ein gutes ist und dann auch lecker schmeckt, ne? Aber jetzt nicht jedes Mal. Schon allein aus dem Grund, weil er kann ja auch in anderen Restaurants was Veganes kriegen. Es ist ja heutzutage nicht mehr so, dass die einzige vegane Sache in so einem Restaurant in der Regel die Pommes sind, ne? Das ist ja nicht mehr so. Der kann überall, da kann doch dann jeder dann auch kriegen, was er will. Ja. Ich sag dir jetzt, wie es ist. Jetzt kann Leute wieder sagen, ja, wir sind so fleischgeil. Scheinbar bin ich's. Also wenn ich irgendwo hingehe, zum Essen, in ein Restaurant oder so, ne? Und ich würde mir da eine Mahlzeit bestellen und in dieser Mahlzeit wäre kein Fleisch. Dann würde ich mir denken, das war kein richtiges Essen. Ich glaube nicht. Nee, keine Ahnung. Also dann bin ich schon mal doch, ja, sehr extrem. Wie würdest du das sehen? Du gehst essen, Korn, und da ist dann kein Fleisch auf deinem Teller? Im Restaurant? Ja, kommt halt drauf an, was man isst, ne? Wenn man jetzt, was isst man denn? Gyros isst man zum Beispiel, geil. Ja. Wer bestellt denn den Spinatlasagne? Ja, würdest du normalerweise in einem Restaurant keine Spinatlasagne bestellen? Ja, aber ich glaube, so wie wir, eine Currywurst Pommes, ein Taxiteller oder eine Portion Gyros ist auch nicht normal. Ey, wenn du halt zum Griechen gehst oder so, da ist natürlich ja, ist eine Portion wenn man zum Gyros. Griechen geht, aber so normale Menschen, die ja, dann, gibt dann, ja dann, auch dann, andere was denn? Ja, dann sag doch mal. Dann sag doch mal ein Restaurant. Ja, frag mal Peter vom Beatsmeet, was er so isst. Ne? Der wird dir was ja, sagen können. Auch Fleisch dann. Aber ja, natürlich esse ich gerne Fleisch. Ich habe aber auch schon mal, als ich in Würzburg studiert habe, sind wir öfter mal freitags Burger essen gegangen, weil es da halt immer dann ein Angebot gab, richtig billig. Ich glaube, das war so ein Riesenburger mit Pommes für 6 Euro oder so. Ja, das ist doch Schwanz. Aber geil. Und da habe ich mir auch öfter mal, was heißt öfter, aber ein paar Mal habe ich mir da auch einen veganen Burger geholt tatsächlich. Und der war echt lecker. Ich habe mir einmal den veganen Burger im Tennessee Mountain bestellt. Das war der schlimmste Fehler aller Zeiten. Ja, also Tennessee Mountain. Ich kann auch, ich sage jetzt mal was Abschließendes dazu. Ne? Ihr könnt gerne vegan sein und wir können auch gerne in ein Restaurant gehen. Da könnt ihr euch gerne was Veganes bestellen und ich bestelle mir, was ich will. Aber wenn ihr anfangt mit, also wenn,
wenn da was ein Fleischprodukt auf dem Tisch steht, dann kann ich hier nicht mehr essen. Dann ist das einzig und allein euer Problem und nicht mehr meins. Und dann seid ihr ausgeschlossen aus der Sache, so ganz einfach. Dann könnt ihr halt nicht mitgehen. Dann habt ihr Pech. Nicht wir, ihr habt halt Pech. So. Ja. Dann könnt ihr euch einen anderen verrückten Freund suchen, der auch so ist. Soll es wohl geben. Einmal auf twitter.de, ne? Reinschreiben. Ja, hallo, ich so, bin ein verrückter Veganer. Sechsmal geboostert und ab geht das. Ne? Da wirst du schon jemanden finden. Das sollte kein Problem sein. Ist halt auch so respektlos den Menschen gegenüber, die halt vielleicht was anderes essen wollen, dann zu sagen so, nee, wenn wir jetzt essen gehen, isst du aber auf das oder wir gehen nicht. Ja, ich habe mich doch so auf meinen Burger gefreut. Das ist doch mein jeder Burger. Jeder essen, was er möchte, Junge. Du kannst vegan, weil das schmeckt aber anders. Na? Der schmeckt schon anders. Also. So, das Einzige, wo ich natürlich sage, dass es natürlich vollkommen verständlich ist, dass man dann auch vielleicht vorher mal kurz schaut, ob es da wirklich Alternativen gibt. Ja, oder? Natürlich. Okay, ja klar. Nee, aber in der Regel hat das ja jedes Restaurant heutzutage. Natürlich. Es wäre ja auch, also wär ja auch für die Restaurants heutzutage schon problematisch, das nicht zu haben, wie ein Geld. Ne? Die haben das jetzt nicht, weil sie denken, oh, ich möchte gerne auch Veganer hier haben, sondern die wollen natürlich Veganer auch hier haben. Den Veganer geben ja auch Geld für Essen aus. Natürlich. Die will man natürlich mit abdecken. Das werden ja auch immer mehr. Deswegen. Ja, aber vielleicht in einer kleineren Stadt, wo das noch nicht so verbreitet ist, könnte es vielleicht sein, dass es dann auch Restaurants gibt, die das nicht extra. Oder in einer kleineren Stadt gibt es diese Diskussion nicht. Da gibt es einen Nackenschlag und dann wird das Gyros gegessen. Junge. Ich wohne in einer kleineren Stadt. Ich weiß, wie das hier läuft. Ja, da ist doch die Welt in Ordnung, ey. Ist doch die Welt in Ordnung, eben. Da sagt der Vater, was auf den Tisch kommt! Und dann wird das, was auf den Tisch kommt, wieder gegessen. So einfach ist das. So habe ich das gelernt. Respektiert. So habe ich das gelernt, ne? Ja, da wird die Massentierhaltung auch respektiert, ne? Das ist halt so. Richtig. Ah, ja. Ja, die Welt ist schon komisch. Können wir den Partner hochladen? Ja, ne? Ja, natürlich. WTF. Aber Hurensohn sage ich trotzdem noch. Also, ja, ich auch. Nein, natürlich. Als ob ich damit jetzt aufhöre. Jetzt erst recht. Jetzt erst recht. Zuerst wollte ich noch einen Kommentar drunter schreiben, Weiner, aber sowas mag ich ja nie, ne? No, schön Huren so kommentieren. Ja, diskriminierend. Als ob das Wort Hurensohn ist diskriminierend. Ja. Ja. Scheiß dich mal nicht ein, Wolof. Scheiß dich mal nicht ein. Das hätte ich da runterschreiben sollen. Der soll sich mal nicht einscheißen. Scheiß dich ein, Bruder. Woher willst du wissen, dass ich ein Bruder bin? Habe ich so. Im Ruin habe ich. Feier einfach. Oder ist, ein Feier. Der ist halt so einer, wo es so wäre. Der so reagieren könnte. Das ist halt so. Ja. Das ja, ist ja nun mal, ne? Wie gesagt, ich glaube, dass da auch manche einfach sehr viel Paudaner und da sage ich jetzt auch wieder, bevor wir, das ist auch jetzt schon viel zu spät. Es werden schon die Ersten in die Kommentare geschrieben haben, was das hier für eine Anti-Vogue-Agenda ist. Ja, aber es ist eine gute Agenda. Es geht um übertriebene Scheiße. Ne? Lasst mich in Ruhe, lasst mich meinen Hurensohn. Alter, kommt mir nicht, nimmt mir nicht das Letzte. Ich merke ja schon, wie ich ganz oft auch über solche Dinge dann nachdenke. Ne? Na, wo ich mir, also mir fallen diskriminierende Sachen viel, viel schneller auf, als es früher der Fall gewesen wäre. Das haben die tatsächlich geschafft. Dass ich mir sofort denke, wenn irgendwie nur eine Kleinigkeit ist, so, oh. Oh, was ist denn hier los? Das gibt's ja wohl gar nicht. Aber dann lache ich, ne? Dann finde ich es witzig. Es ist ja, schwierig. Aber ich bin ja auch ein weißer Hetero-Mann, ne? Mir geht's gut. Halt's Maul. Mir geht's ja auch einfach zu gut, ne? Das ist einfach so. Ja, dir geht's richtig gut, ne? Mir geht's viel Guckt zu gut. Guckt euch den Prachtkerl an, Alter. Ne? Privilegiert bis unter beide Ohren. Vollgestopft. Ich hab noch HAC-Reste drin. So, das ist jetzt hier. Das ist meine Ausrede, Leute. Ich hab HAC-Reste drin. Was ist eure Ausrede? Wenn ihr das jetzt alles okay fandet, was ich gesagt hab. Ja, erzählt was ist eure, mal. Was ist eure Ausrede? Habt ihr auch HAC gestern geraucht? Wahrscheinlich nicht. Raucht man da? Ne, du hast ja ein Gummibärchen genommen. Shisha-Tabak hab ich dann natürlich geraucht, ne? Alter. Ja, und dann wurde mir noch empfohlen, ich soll mir so Vapes holen, ne? Lieber mit Vape. Okay. Vapen soll ich das. Ah, ich weiß nicht, rauchen ist ja nicht so meins. Ja,
kriegen wir dich noch. Du willst ein Gummibärchen, Korne? Boah, weiß ich nicht. Ich würde dir gerne mal so ein Gummibärchen ins München legen. Ne? Alter, Junge. Soll ich dir das da so reinlegen auf die Zunge? Du legst mir gar nichts ins München. Komm mal, was ist los? Wach mal auf. Oh, ich träume nicht. Ich träume nicht mehr. Junge. Red mal nicht so mit mir. Ich versuch's. Ja, wie lange ist noch? Ja, nicht mehr lange. Ich mach das Rennen hier noch und dann ist gut. Entspann dich. Du machst ein Rennen? Achso. Guck doch mal im Ah, Diddy Kong Racing. Hast du noch gar nicht mitgekriegt, was wir machen? doch, klar, Leute. Ich bin richtig spannend, sitze hier, ne? Eieiei. Wow, du hast was schweinsgeiles Gameplay verpasst. Ja. Nee, ja, die Welt ist krass, ne? Ich muss heute. Ich war heute Abend zu meinen Eltern. Als ob. Geil. Yeah. Finde ich erstmal grundsätzlich sehr gut abends. Das klingt nach Essen gehen und so. Nee, es gibt was zu essen? Gibt es nichts zu essen? Nee, mein Bruder holt mich ab, wenn er Feierabend hat. Aha. Und meine Eltern haben irgend so ein Hochzeitsjubiläum. Oh. Keine Ahnung, hier so Petersilienhochzeit oder was weiß ich. Silber, Gold, Kristall. Gyros, weiß ich nicht. Eine Gyros-Hochzeit wäre super. Das ist auch ein Gyros. Na, sehr geil, ne? Ja, und weiter? Was passiert dann? Ja, und da haben wir zusammengelegt, hat mein Bruder Geschenke besorgt und dann werden wir die heute Abend überreichen, weil meine Mama kommt heute Abend irgendwann von der Arbeit und mein Papa hat Nachtschicht. Der fährt dann um 21 Uhr. Das heißt, die einzige Zeit, wenn wir die irgendwie zusammen erwischen können, ist dann irgendwie so um 19, 20 Uhr. Und dann gehen wir da eben vorbei. Und was kriegen die? Ein Gutschein für ein Restaurant, für ein Essen. Aha, ich hoffe ein fleischloses Restaurant. Nein, da ist Fleischpflicht. Mhm. Ne? Und dann gibt es noch einen Gutschein für meine Mama, wo sie Nagellack immer macht. Wo sie ihre Nägel immer macht. Und mein Papa kriegt so eine Bier-Collection noch. Irgendwie so 12 verschiedene Biere aus aller Welt. Okay. Ja. Leute, dann Bier gewünscht, sag ich mal. Und bis zum Bier nächsten Mal. Gewünscht. Ciao. Tschö.